Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um ein kleines Gewinnspiel, was ich hier vorhabe zu machen auf dem Kanal. Denn ich habe ja den Anycubic i3 Mega vorgestellt und als ich das getan habe, habe ich natürlich auch einen Beitrag dafür dazu in dem Forum in der Community gepostet, wo es quasi um meinen Erfahrungsbericht bezüglich des Anycubic i3 Mega 3D-Druckers geht. Ich habe da ein bisschen was dazu geschrieben. Ich kann das hier ja mal ganz kurz zeigen. Ihr habt hier quasi das Forum und dann habe ich hier halt, ne, hey Leute und so weiter und so fort, 3D-Drucker und so weiter. Da habe ich hier einmal das Unboxing und den Aufbau verlinkt, dann noch ein bisschen was dazu geschrieben. Natürlich hier auch mit einem kleinen Gutscheincode, der noch bis zum 31.01. gilt, womit man sich den 3D-Drucker ein bisschen günstiger holen kann bei GBest. Und dann hier natürlich auch noch den ausgiebigen Erfahrungsbericht. Ich glaube, das Video geht über 40 Minuten, wo ich dann wirklich alles erklärt habe von A bis Z und. Worauf ich da jetzt, sage ich mal, noch nicht so ganz eingegangen bin, weil ich werde noch einen Langzeiterfahrungsbericht auf jeden Fall zu dem Anycubic i3 Mega machen, weil das waren jetzt 2 Wochen. Und in Zwischenzeit habe ich auch schon wieder eine ganze Menge mehr gelernt. Zum Beispiel, dass man bei Cura oder Cura, wie auch immer man das aussprechen möchte, noch das ein oder andere in den Einstellungen verbessern kann. Und das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich habe mir, wie ihr hier vorne schon seht, ein paar Gehäuse gedruckt für den Raspberry Pi 3. Und deswegen auch das ganze Gewinnspiel, beziehungsweise das Gewinnspiel, also dass ich die Gehäuse mir gedruckt habe, dafür bin ich auf die Idee, bin ich erst gekommen durch das Gewinnspiel. Denn hier unter dem Beitrag hat hier der Schotte geschrieben, wie immer, top Video, wie wäre es mit einem Shimmer Media Raspberry Pi Gehäuse, also als Gewinn für aktive, ja gut, er ist halt nicht, ich glaube, er ist kein Deutscher, aber als Gewinn für aktive Mitarbeiter im Forum, ich glaube, oder für aktive Mitarbeit im Forum, ich glaube, das ist damit gemeint, könnte auch helfen, die Teilnehmerzahl zu erhöhen, selbstverständlich auch eins für mich, für die Idee. Und da ich die Idee wirklich sehr, sehr, sehr gut fand, habe ich ihm kurzerhand gesagt, hey, geile Idee von dir, vielen Dank dafür. Und habe ihm direkt gesagt, okay, natürlich, du hast eine coole Idee gehabt, das soll belohnt werden. Also grau, silber, schwarz, fluoreszierendes Orange, weiß oder blau, welche Farbe möchtest du haben? Und deswegen seht ihr, vorne ist auch ein grauer mit dabei, beziehungsweise ein silberner mit dabei, weil er sich das Ganze im silbernen Filament gewünscht hat. Und das ist tatsächlich der erste Prototyp. Der ist zwar noch nicht 100% perfekt, ja, der blaue hier oben auf diesem Präsenter hier vorne steht, der ist es. Also der ist wirklich top gedruckt und ohne Fehler und gar nichts. Aber erstens, ich habe kein silbernes Material mehr gehabt, um ihm noch eins drucken zu können, was dann quasi perfekt gewesen wäre. Aber das ist nicht das Einzige. Ich glaube, selbst wenn ich das gehabt hätte, hätte ich es vielleicht trotzdem gemacht und ihm noch zusätzlich den eingepackt. Aber ich denke mal, dadurch, dass er diese Idee hatte, finde ich es cool, wenn ich ihm den ersten Prototypen wirklich zuschicke. Also quasi auch mit seinen Fehlern, weil ich meine, ich bin kein 3D-Drucker-Profi, sondern ich bin selber der Einsteiger. Ich mache das noch nicht so lange und ich denke, das ist richtig cool, wenn ich ihm hier wirklich meinen ersten Prototypen zuschicke. Also ich gebe den wirklich selber auch aus der Hand. Nicht wie bei der Eule, wo ich dann wenigstens das eine behalten wollte. Nein, ich gebe hier wirklich den ersten Prototypen aus der Hand. Jedenfalls den ersten kompletten, weil der ganz erste, ich blende euch das mal ganz kurz ein, der ganz erste, der, wie man sieht, ist natürlich ganz, also neben der Spur gelaufen. Also da weiß ich nicht, da habe ich das so ein bisschen vorstehen lassen wollen. Das sah dann am Ende echt richtig bescheuert aus. Während, wenn man sich jetzt hier mal den silbernen anguckt, so wie er jetzt dann komplett fertig ist, und da muss man schon sagen, das sieht schon deutlich besser aus. Man hat hier diese kleinen Strings, die hier und da sich noch falsch da über das ganze Ding gezogen haben. Dann hatte ich das Ganze auch nochmal, weil ich gedacht habe, es liegt am Filament, habe ich das Ganze dann auch nochmal in blau gemacht. Hier muss man sagen, sind wirklich genau die gleichen Fehler wieder aufgetreten, nur halt, es lag halt dann nicht am Filament, man sieht dann auch diese Verbindungsstückchen da, wo quasi Material gedruckt wird, da wo es gar nicht hingehört. Und dann habe ich im Forum
Hinweise dafür bekommen. Also das haben die mir hier wirklich komplett hier unten noch reingeschrieben. Ich schaue hier gerade mal auf der Seite 3 vorbei. Genau, da hat man mir gesagt, hier sind zum Beispiel auf der zweiten Ebene in meinem Druckobjekt, habe ich da irgendwelche Fehler. Hier hat man wirklich auch in der Community wirklich aktiv daran teilgenommen und mitgeholfen. Das, sage ich mal, selber haben die das noch ausgedruckt hier alle und haben versucht halt herauszufinden, woran hier die ganzen Fehler liegen. Und genau, dann habe ich hier natürlich auch so ein paar Bilder gepostet von meinem Druck. Hier seht ihr nochmal so ein Bild von dem ersten, was hier absolut schief gelaufen ist. Und dann gab es hier die Einstellungen, wo man mir gesagt hat, okay, mach mal das so, mach mal das so, mach mal das so. Hier habe ich noch ein paar Bilder gepostet. Und hier hat dann der erste tatsächlich mein Bild genommen und hat dann hier wirklich mit den Pfeilen gezeigt, das, 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 das. Und hat dann auch erklärt, woran liegt das? Und hat mir dann hier den Tipp gegeben, ich soll bei Travel hier den Combining Mode auf No Skin stellen und natürlich hier dieses Avoid Printed Parts When Traveling ein Häkchen reinmachen. Dieses Avoid Printing Parts When Traveling sorgt eben dafür, dass wenn gerade frisch gedruckte Teile, also wenn hier gerade gedruckt wurde, dass das nicht sofort wieder überfahren wird, sondern erst woanders lang gegangen wird. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Kann euren Druck minimal verzögern, also dass es länger dauert, aber das ist gar nicht so schlimm. Und vor allen Dingen dieses Combining Mode No Skin, das ist eine Sache, die ist wohl ziemlich wichtig, weil ich glaube, diese Einstellung hat wirklich dann hauptsächlich dafür gesorgt, dass das Ganze hier weggegangen ist. Was ich jetzt für mich auch noch entdeckt habe, ich zeige mal ganz kurz die Cura Software. Keine Sorge, zu dem Gewinnspiel komme ich gleich noch. Am Ende des Videos werde ich das genauer noch erläutern und auch was es zu gewinnen gibt. Beziehungsweise das habt ihr, wenn ihr jetzt schon aufgepasst habt, eigentlich schon mitbekommen, was es zu gewinnen gibt. Ne? Nämlich hier so eine Raspberry Pi 3 Gehäuse in eurer Wunschfarbe und auch komplett ohne Fehler. Und zwar genau. Ich brauche mir jetzt hier nichts reinzuladen. Ich zeige euch einfach nur mal die Einstellungen. Übrigens, wenn ihr euch Einstellungen hier hinzuladen wollt, die hier noch nicht da sind, könnt ihr einfach hier oben auf Cura, Preferences und dann unter Settings hier euch einfach die Häkchen reinmachen. Das ist eine ellenlange Liste. Spielt da aber nicht einfach rum, sondern holt euch wirklich Berichte von Leuten, die da ein bisschen Ahnung von haben. In meinem Fall habe ich mir wirklich nur noch zwei neue Menüs hinzugeholt. Das ist quasi einmal hier Travel, wo ich dann wie gesagt hier den Combining Mode, No Skin eingestellt habe. Avoid Printing Parts when Traveling, auch ein Häkchen reingemacht habe. Und weiter unten, ich weiß gar nicht, ob das schon da war oder ob ich es mir hinzugefügt. Ich glaube, es war schon da, aber diese Version war hier, also diese Auswahlmöglichkeit gab es noch nicht. Ich glaube, es gab nur Brim, Raft und None. Und ich habe jetzt hier mir Skirt noch dazugefügt. Das sorgt einfach dafür, dass er, bevor er das Druckobjekt anfängt zu drucken, einmal so eine Linie außenrum zieht, wie er das ganz am Anfang bei den Eulen gemacht hat. Das hat einfach den Vorteil, weil bis jetzt war ich immer so ganz am Anfang vom Druck, so mit der Pinzette und mit dem Knipser direkt schon mit dabei, weil das ganz am Anfang kommt erstmal kein Filament raus. Und wenn es dann rauskommt, dann verwurschtelt sich das erstmal so komisch. Und ich habe das dann immer direkt mit der Pinzette so ein bisschen weggeschnappt. Und wenn man das aber einfach so macht, dass einmal eine Linie drumherum gezogen wird, dann hat er erstmal ein bisschen Zeit, das Filament ein bisschen rauszupuschen und auch dann der erste Überpush, sage ich jetzt mal, wo da ein bisschen zu viel kommt und das ein bisschen unkontrolliert rausfließt, den kann man dann, weil er ja neben dem Druckobjekt liegt, einfach schnell mit der Pinzette wegziehen, wenn man das möchte. Oder ich glaube, der könnte auch theoretisch da liegen bleiben, weil er da nicht im Weg ist. Genau, also diese Einstellungen sind jetzt bei mir jetzt auch neu. Vom Travel Speed bin ich mittlerweile auf 90, bei Print Speed auf 60. Temperatur nutze ich 200 Grad aktuell mit 50 in der Buildplate, also in der Heizfläche unten. Genau. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich jetzt hier neuerdings geändert habe. Genau, nun zum Gewinnspiel. Das habe ich auch schon hier im Forum schon mal gestartet. Da gibt es nämlich jetzt einen neuen Bereich. Und zwar, wenn man jetzt mal hier unter 3D-Drucker drauf geht, seht ihr jetzt hier unten Smart Home Gadgets aus dem 3D-Drucker? War auch eine Idee von jemandem aus der Community. Da gibt es jetzt hier auch schon Broadlink Pro Wandhalter, Amazon Echo Dot Ständer und dann hatte ich hier das mit dem Broadlink Pro Wandhalterung, hatte ich auch nochmal einen Beitrag zugemacht, aber ja, ich lasse natürlich den Membern im Forum da den Vortritt, wenn die ja, wirklich fast zeitgleich dasselbe geschrieben haben wie ich.
Und genau, hier ist das Gewinnspiel auch schon sozusagen drin. Also ihr müsst quasi einfach im Forum, also ich gehe nochmal ganz nach vorne, dass ihr es wirklich Step by Step seht. Ihr geht hier ins Forum, scrollt hier wirklich ganz runter zu der Rubrik 3D-Drucker, dann hier Smart Home Gadget aus dem 3D-Drucker und dann hier direkt oben das mit der Ankündigung Raspberry Pi 3 Gehäuse mit Shimmer Media Logo. Und das ist auch gleichzeitig der Beitrag, der hier für dieses Gewinnspiel entscheidend ist. Ich werde ihn natürlich auch unten in der Beschreibung verlinken. Und genau. Hey Leute, wie ihr bestimmt schon einige im Erfahrungsbericht von AnyCubic i3 Mega lesen konnten, hat mir der Schotte hier dieses Gewinnspiel da vorgeschlagen. Ne? Ganz lesen könnt ihr den Beitrag später immer noch selber oder ihr haltet das Video an, wenn ihr möchtet. Und auf jeden Fall, er hat mir das Gewinnspiel vorgeschlagen und deswegen werde ich das halt auch unten in der Beschreibung verlinken und folgendermaßen wird das Ganze funktionieren. Ihr müsst quasi einmal ein Abonnent von mir natürlich sein. Dann müsst ihr das Video hier, dieses Video einmal kommentieren mit eurem Namen, wie ihr im Forum heißt, ja, und dann, warum ihr das Gehäuse gerne gewinnen möchtet. Diese zwei Gründe möchte ich von euch hier in der Videobeschreibung haben. Und im Forum müsst ihr auch registriert sein, logischerweise, sonst würde ich nicht sagen, dass ihr mir euren Nutzernamen im Forum hier unter dem Video schreiben sollt. Und im Forum macht ihr es quasi genau umgekehrt. Ihr schreibt im Forum einfach euren ganz normalen Kommentar, wenn ihr irgendwas zu dem Forenbeitrag schreiben möchtet. Und dann halt eben noch darunter die Erweiterung Shimmer Media HD Gewinnspiel, Bindestrich Raspberry Pi 3 Gehäuse mit Shimmer Media Logo und dann darunter Bindestrich YouTube-Name, ne, also YouTube-Name, Doppelpunkt und dann euren YouTube-Namen, wie ihr bei YouTube heißt, damit ich nachvollziehen kann, ob ihr mich auch tatsächlich abonniert habt und ob ihr unter meinem Video einen entsprechenden Kommentar mit dem entsprechenden Usernamen im Forum gemacht habt. Klingt jetzt vielleicht kompliziert, ich kann es einfach nochmal langsamer erklären oder Step by Step. Genau, ich erkläre es einfach Step by Step. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Also, erstens Video liken. Zweitens Abonnent von mir sein. Drittens Kommentar unter dieses Video, wo ihr euren Forennamen reinschreibt. Also vorher natürlich im Forum registrieren. Viertens genau, viertens auch noch mit dazu schreiben unter dem Kommentar hier im Video, warum ihr das Gehäuse haben möchtet, also warum ihr ein Raspberry Pi 3 Gehäuse von mir gewinnen möchtet. Und fünftens im Forum unter diesem Beitrag, der auch im Video verlinkt ist, einen Kommentar oder einen Beitrag schreiben, eine Antwort schreiben, wo ihr quasi euren ganz normalen Kommentar reinschreiben könnt und dann mit der Erweiterung Shimmer Media HD Gewinnspiel, Bindestrich Raspberry Pi 3 Gehäuse mit Shimmer Media Logo und dann darunter ja, Spiegelstrich YouTube-Name, Doppelpunkt und dann euren YouTube-Namen. Wie gesagt, damit ich das Ganze nachvollziehen kann und ich werde das Ganze dann in einen Zufallsgenerator reinpacken, also die besten Kommentare und die besten Gründe für mich, die ich von euch finde, werde ich in einen ja, Zufallskommentar reinpacken, in einen Zufallsgenerator reinpacken und ja, dann werde ich das Ganze natürlich einfach per Zufallsgenerator auslosen lassen, wer von euch gewinnt und dann müsst ihr mir einfach nur am besten im Forum, das wäre mir lieber, im Forum dann einfach werde ich euch anschreiben und ihr schreibt mir dann zurück mit eurer Adresse und dann schicke ich euch das zu. Porto müsst ihr natürlich auch nicht zahlen, das mache alles ich. Genau, das war es dann im Grunde genommen auch schon. Das ist das ganze Gewinnspiel. Ihr könnt hier vorne halt dann einen dieser ja, Raspberry Pi 3 Gehäuse gewinnen und ihr sagt mir dann einfach, in welcher Farbe ihr das gerne haben möchtet. Momentan habe ich nur eine begrenzte Auswahl an Farben zur Verfügung. Ich habe halt jetzt dieses fluoreszierende Orange, dann habe ich Grau, Silber müsste ich noch nachbestellen, eventuell, wenn ihr das dann unbedingt auch noch in Silber haben wollen würdet. Dann habe ich eben dieses Blau von Janbex, wie es hier vorne auch zu sehen ist, was auch mein eigenes Gehäuse vom I.O. Broker ist, was eine ziemlich coole Sache ist. Und dann habe ich noch Weiß, Schwarz. Ich glaube, das war's. Ich glaube, diese sechs Filamente habe ich momentan. Genau. Und für alle Leute, die eben
nicht gewinnen sollten oder sonst was oder halt vielleicht auch selber einen 3D-Drucker haben und sagen, ja, hier, ich würde zwar gern so ein Ding von dir gewinnen, aber ich kann mir das theoretisch auch selber ausdrucken, da kann ruhig jemand anders gewinnen oder was weiß ich. Für die habe ich hier das Ganze natürlich auch nochmal bei Thingiverse hochgeladen, deswegen auch die Thingiverse, ja, in der Beschreibung auch der Link zu dem Thingiverse-Beitrag. Hier habe ich auch nochmal ein paar schöne Fotos mit dazu gepackt, wie das Ganze denn so in der ja, Endform aussieht. Jo, und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich jetzt alles erklärt. Ja, also ich würde sagen, echt, das sieht richtig top aus. Also mir gefällt es sehr gut. Klar, man sieht immer noch, dass es aus dem 3D-Drucker kommt, aber genau das will ich. Ja? Man soll sehen, dass es aus dem 3D-Drucker kommt. Wir wollen uns da nicht verstecken. Ich finde das cool. Und das ist sozusagen mein erstes Projekt in Anführungszeichen, wo ich jetzt mein Smart Home mit meinem 3D-Drucker quasi verknüpft habe. Ja, mein I/O-Broker läuft jetzt in einer von mir selbst aus dem 3D-Drucker gedruckten Raspberry Pi-Hülle. Das hat jetzt, sage ich mal, keinen Verbesserungseffekt oder so. Es ist einfach mehr Style, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und auch zum Beispiel hier diese Broadlink-Halterungen und sowas für die Wand. Ja, das sind so lauter Sachen, das kann man sich ausdrucken. Smart Home-mäßig kann man sich damit echt ein bisschen erweitern und das ist eine coole Sache. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß bei diesem Gewinnspiel und freue mich natürlich, dass jetzt hoffentlich auch die Community dadurch ein bisschen mehr wächst und vielleicht auch meine Abonnentenzahlen natürlich. Und lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, macht am Gewinnspiel, nehmt ruhig teil. Und wenn ihr noch keinen Raspberry Pi 3 habt, da steht einer, Link dazu natürlich auch in der Beschreibung. Und was ich natürlich richtig cool finde, neuerdings, dass wenn ihr das hier euch bestellt, dann sind hier noch so kleine Papiertütchen drin, wo dann der Raspberry Pi drin ist. Das finde ich irgendwie richtig cool. Das ist eine längere Zeit her, dass ich einen Raspberry Pi bekommen habe. Der kam tatsächlich heute erst an und finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, also alleine die Verpackung von dem neuen Raspberry Pi sieht halt cool aus. Und ja. Dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt halt dieses Gehäuse einfach gewinnen. Und ich wünsche euch noch eine ganze Menge Spaß und ein preiswertes Smart Home. Macht's gut.